Ihr lieben Coaches, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ist das wahr? Ja, das ist so. Ist es was Schönes? Es ist was total Schönes, vor allem für euch. Denn oh ja, normalerweise bitte. Fragt ihr ja die Talente über alles aus. Wir drehen den Spieß diesmal um. Wir haben nämlich die Talente über euch ausgefragt. Und ihr müsst dann die richtige Antwort geben. Also was ihr glaubt, was die Talente von euch denken. Ja? Oh Gott. Jeder bekommt jetzt gleich von euch etwas zum, naja, laut machen. Ja. Und ganz wichtig, ihr bekommt natürlich Punkte. Der Coach, der am Schluss die meisten Punkte hat, darf sich dann von den anderen Coaches was wünschen. Egal was. Oh, da drin bin ich gut. Dann starten wir jetzt das Coach-Duell. Wenn ich die Frage gestellt habe und ihr die Antwort wisst. Wir haben 60 Talente gefragt. Alvaro. Lena. Ja, natürlich Lena. Da wird doch kein Mensch Lena sagen. Es geht darum, was die Kinder denken. Ich. Vincent hat die Regeln noch nicht verstanden. Es wirkt, als wäre er ein bisschen doof. What? Dankeschön. War er schon immer. Und hier ist Ihr Gastgeber. Hier ist Tore Schillermann. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Melissa. Es freut mich sehr, dass ich heute Ihr Gastgeber sein darf, hier beim Coach-Duell. Richtig. Wenn ihr denkt, dass ihr die richtige Antwort kennt, dann rasselt ihr, trötet ihr oder macht irgendwelche anderen Geräusche. Hier die erste Frage beim Coach-Duell. Wir haben 60 Talente gefragt. Mit wem, glaubst du, mussten die Eltern am meisten schimpfen? Ah, ihr seid verzögert! Hey, wir sind verzögert, das gilt nicht. Lena, bitte. Aha. Am meisten schimpfen mussten die Eltern mit Vincent Weiss. Hä, warum? Nein. Hätte ich auch gesagt. Warum? Hätte ich auch gesagt. Na, guck ihn doch mal an. Glaubt ihr, das ist richtig, liebes Publikum? Sag mal! Da sind sich alle ziemlich einig. Ey, wenn jetzt 60 Talente die Mehrheit, also das kann nicht sein. Ja, du weißt es doch noch gar nicht, ob es stimmt. Stimmt. Aber es stimmt. Vincent, yeah! Sagen die Kinder. Ja. Ja, da kann man sich nicht freuen. Die Eltern am meisten schimpfen. The Breaks hatten da auch eigentlich die passendste Begründung für. Die haben nämlich gesagt, ja, weil er morgens zu lange im Bad war, um seine Haare zu stylen. So. Geil. Das sind unsere Breaks. Aber das stimmt so zwar gar nicht. Ich mach die ja nicht mal. Ah ja. Ja, out of bad look, ne? Der dauert immer eine Stunde, wenn der richtig authentisch aussehen soll bei dir. Unsere Kinder sagen, Vincent war zu Hause einfach mal das nervigste Kind. Klar. So, weil Lena das wusste. Warum klatschen alle? Gibt es für dich nicht 2 Punkte, nicht 3 Punkte. Es gibt für dich 1 Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Freut euch auf eine weitere Folge des Coach-Duells. Coach-Duell.